In der heutigen News-Folge geht es um: Wird der Circuit Paul Ricard 2020 umgebaut? In 9 Sekunden geht es los. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Da der Frankreich Grand Prix 2019 kritisiert wurde, stehen der Strecke einige Änderungen bevor. Seit Sommer diskutieren das Formula One Management und die Streckenbetreiber über jegliche Änderungen. Eric Boullier, früher Teamchef bei Lotus und McLaren, ist strategischer Berater des Managementteams des Frankreich Grand Prix. Letzte Woche war er in Abu Dhabi, um weitere Diskussionen über das Layout zu führen. Drei Abschnitte sollen geändert werden: die Neugestaltung der Kurven 2 bis 5, die Verengung der Mistral-Schikane und das Einrichten einer dritten DRS-Zone nach der Schikane. Der Franzose hofft, dass die Änderungen für die vier Kurven so gering wie möglich gehalten werden, da sie kostspielig sind. Gleichzeitig wolle er Möglichkeiten finden, Überholpunkte zu verbessern. Boullier möchte die Streckenabschnitte Senier, Bussé und die Schikane aufgrund von Markenzeichen behalten. Vorschlag von ihm wäre das Wechseln von Kurve 1 auf Kurve 4, um sie schneller zu machen. Kaum Interesse hat der ehemalige Teamchef an einer Entfernung der Mistral-Schikane aus zwei Gründen. Erstens, dort sitzen bis zu 10.000 Zuschauer, also eine wichtige Geldeinnahmequelle, und zweitens, dort fanden die meisten Überholmanöver statt. Stattdessen soll die Schikane verschärft werden, um eine stärkere Bremszone zu erschaffen. Unklar ist noch, wer für die Kosten für den Umbau aufkommen wird. Die Formel 1 will Fans im Social-Media-Bereich befragen, was sie gerne auf der Strecke sehen möchten. Da die Formel 1 nächstes Jahr ihr 70-jähriges Jubiläum feiert, soll der Frankreich Grand Prix ein historisches Revival wie Godwood sein, wo Fans in einem offenen Fahrerlager mit den Autos und Fahrern in Kontakt treten wollen. Aber jetzt interessiert mich eure Meinung. Was würdet ihr am Layout des Circuit Paul Ricard ändern, wenn man euch fragt? Schreibt es unten in die Kommentare. Kommen wir zu Mikes Meinung. Änderungen sind zwar gut, aber dass die Mistral-Schikane bleiben soll, finde ich schlecht. Nicht nur die Fans, sondern auch die Fahrer und Teamchefs wie Toto Wolff wollen, dass sie abgeschafft wird. Und nun zum Community-Kommentar. Der heutige Community-Kommentar kommt von Florian mit vielen Ziffern. Er fragt: Glaubst du, dass Lewis Hamilton zu Ferrari geht im Jahre 2021? Es wurde ja am Rande des Abu Dhabi Grand Prix gemunkelt, dass sich Lewis Hamilton und Ferrari-Boss John Elkann zweimal getroffen haben. Aber ehrlich gesagt halte ich das für ein wildes Gerücht, was hier mal wieder die Runde macht. Vor Wochen hatte der aktuelle Weltmeister noch selber verneint, zu Ferrari zu gehen. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, liked das Video. Und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video oder ab 18:30 Uhr auf Twitch. Bis dahin, ciao.